Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zur nächsten Folge Skyrim. Heute wieder am Sonntag. Die anderen laufen schon fleißig weg. Ich laufe dir mal schnell hinterher. mit wem sollten wir nochmal sprechen? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Mit wem sollten wir denn sprechen? Sollen wir mit ihm hier sprechen? Folgt mir. Ich zeige euch, wie ihr den Pfad zu Patornax öffnet. Patornax, da sollten wir hin. Wir folgen dann also Arngeier. Arngeier, Regierung, wie auch immer. Er zeigt uns den Weg zu Patornax. So war das. Jawohl, jawohl, jawohl. Die Türen benutzen, das dauert immer so ein bisschen lange manchmal. Aber naja. Das ging jetzt aber schnell geladen, obwohl wir rausgegangen sind. Krasse Sache. So, gucken wir doch mal, wo dieser komische seltene Pfad ist. Ich schätze mal, es geht da hoch. Das sieht leicht gefährlich aus. Muss ich da wirklich hin? Ich will doch nicht, ich will doch nicht. Was haben wir denn gerade ausgerüstet? Wieso haben wir eigentlich nichts ausgerüstet? Und wieso haben wir keine Eisenfall? 8 Schaden. 10 Schaden nehmen erstmal die und setzen ein E für Favorit. So. Ja, dann. Lauf doch mal ein bisschen schneller. Lass mich raten, ihr geht bis hin, den Rest muss ich alleine machen. Der Pfad zu Patornax beginnt hinter diesem Tor. Klasse. Ich werde euch zeigen, wie ihr den Weg öffnet. Super. Ich freue mich. Lock. Lock. War. Lock. War. Chor. Was? Das letzte eigentlich verstanden. Oh, okay. Ich vergesse immer wieder, welche Taste das ist, ey. Und jetzt? Achso, ich muss darüber laufen. Ich werde euch mein Wissen über wolkenloser Himmel vermitteln. Wolkenloser Himmel? Dies ist unser letztes Geschenk an euch, Drachen. Nutzt es weise. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was er gesagt hat, weil diese Nebenmusik so laut ist. Wolkenloser Himmel. Ja, Drachenseele verwenden. Ja, Drachenseele verwenden. Alles cool, ich habe genug. Ich hab doch genug Drachenseelen. Warum will er das nicht? Ah, ja. Ich wollte gerade sagen, ey, also Drachen habe ich ja wohl schon genug getötet. Allein schon in der letzten Folge. Selbst wenn du die Firmen, du kannst es weder verletzen noch jemanden für eine coole Sache. Mach mal Favoriten für alles. Nutzram selbst beugt sich dem Ton, mit dem du Nebel und schlechtes Wetter vertreibst. Oh, Nebel und schlechtes Wetter vertreiben. Ich wollte schon immer Wetter machen. Ich verstehe noch nicht richtig, was mir das bringt, aber... Wolkenloser Himmel wird den Nebel wegwehen, aber nur für kurze Zeit. Der Weg zu Patornax ist voller Gefahren. Ihr solltet ihn nicht auf die leichte Schulter nehmen. Yay. Geht immer... Yay. Konzentriert euch auf euer Ziel und ihr werdet den Gipfel erreichen. Yay. Wie schon gesagt, yay. Das wird, es ist sehr windig im... Ach. Aua. Ich werde nichts sagen, aber der Nebel tut weh. Verdammte Scheiße. Wer hat sich denn den Kack ausgedacht? Super. Kommen wir ja gleich in Stimmung, oder? Ja,
Hatte das so viele Heidinger gemacht? Wo sind denn die alle? Ich weiß, es sind so schwache, aber... Gesundheit wiederherstellen. Favorit. Kleine Heilung. Heilung. Das nehmen wir mal direkt. Machen wir jetzt mal hier. Wow. Wow. Warum bin ich fast tot? Ich bin fast tot. Leute, das gefällt mir nicht. Ich verkack die Mission, das weiß ich jetzt schon. Krieg ich jetzt immer auf dem Weg Schaden oder war das jetzt so diese Kacktür? Kacktür, ey. Wo ist denn jetzt der Bogen da? Ich weiß immer nicht, wie weit ich jetzt hier laufen darf. Okay. Das hält scheinbar nie lange. Laufen, 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 laufen. Und wieder. Laufen, 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 laufen. Und wieder. Laufen, 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 laufen. Hallo wieder. Ach, der kriegt hier keinen Schaden im Nebel, wa? Du hast hier. Ey, wenn hier noch Monster kommt, dreh ich durch. Ernsthaft. Oh. Oh, da hat es aber gerade gewackelt. Yay! Freude! Ich sehe nichts mehr. Danke, Lydia! Liebe dich! Mal aufpassen, dass ich den Nebel wegmache, ey. Da ist noch irgendwo was. Ich sehe den roten Punkt. Zieh doch mal schneller. Ja. Größtenteils macht Lydia schon alles. Hi. Nimm. So. Weiter, 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 weiter. Weiter, 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 weiter. Probieren wir nochmal einen Patonax, ne? Hieß der doch, oder? Machen lieber öfters mal diesen einen Schrei. Wo es hier gerade sehr klar wirkt. Wo denn? Hinter mir, vor mir? Aua. Hinter mir. Wo ist denn Lydia? Wo ist denn Lydia? Hilfe! Ich will nichts sagen und es war gerade anstrengend. Irgendwie sind fast alle Pfeile daneben gegangen. Verdammte Axt, ey. Was ein Kackpfad. Na hier, der Widder begleitet mich auf meiner Reise. Der wäre auch zu Patonax. Patonax. Wie auch immer. Irgendwie sowas. Irgendwie hat sich hier gerade nicht viel geändert. Lydia, du kommst? Ohne dich gehe ich nicht. Eieiei. Hätte er sich nicht unten irgendwo ein Plätzchen suchen können? So.
Immer eine halbe Strecke hätte doch auch gereicht, oder? Das wäre so gefährlich. Das wackelt immer alles. Das ist... Alter. Da wird ja immer schlecht bei. Warum wackelt das so ekelig? Das finde ich nicht schön. Heiz der Welt. Wir sind ans Ende der Welt gegangen, Leute. Wir zusammen. Ah, Drache. 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 Willst du mich verarschen? Ich soll mit einem Drachen reden. Drem Yolok. Seid gegrüßt, Wunduneg. Ich bin Parturnax. Wer seid ihr? Was bringt euch zu meinem Strunmach? Meinem Berg? Alter, ich hab grad voll die Gänsehaut. Oh Gott. Hätten die was nicht sagen können, dass es ein Drache ist? Hab ich mich erschreckt. Ja, dann erklärt es, warum der hier oben ist. Warum denen der scheiß Nebel hier egal ist. Ja, wir sagen mal das so, wie es ist, ne? Ich hatte nicht erwartet, dass ihr ein Drache seid. Ich bin, wie mein Vater Akatosh mich erschaffen hat. So wie auch ihr, Dovahkiin. Sagt mir, warum seid ihr gekommen, Volan? Warum stört ihr meine Meditation? Ich muss den Drachenfallschrei lernen. Könnt ihr ihn mir beibringen? Drem, Geduld. Es sind Formalitäten einzuhalten beim ersten Zusammentreffen von zwei Doof. Formalitäten gegenüber eines Drache. Jetzt ernsthaft? Gemäß langer Tradition spricht zunächst der Ältere. Hört meinen Tun. Spürt ihn in euren Knochen. Ich höre. Tut es ihm gleich, wenn ihr Dovahkiin seid. Ich habe gesprochen. Das Rodmulag wartet. Ein Geschenk, Dovahkiin. Jorl, versteht das Feuer, wie es die Doof tun. Feuerarte. Coole Sache. Habe ich noch Seelen über? Scheiße. Zeigt mir, was ihr könnt. Begrüßt mich nicht als Khajiit, sondern als Dovah. Ich hoffe, ich habe jetzt noch eine Seele über. Ich weiß nämlich nicht, wie viele ich habe. Ach, das kann ich so direkt. Habe ich jetzt seine Seele bekommen oder wie? Ich weiß es nicht. Jol! Das Drachenblut ist stark in euch. Es ist lange her, seit ich das Vergnügen hatte, mit einem meiner eigenen Art zu sprechen. Aber ich bin kein Drache. Werde ich auch irgendwann ein Drache? Jetzt ernsthaft? Das wäre mal eine richtig krass geile Scheiße. Nun denn, ihr habt also zu mir gefunden. Kein leichtes Unterfangen für einen Jor. Sterblichen. Selbst für ein Dovahsos. Drachenblut. Was wollt ihr von mir wissen? Das haben wir da eben schon gesagt. Könnt ihr mir den Drachenfallschrei beibringen? Ah, ich habe euch erwartet. Bruder. Auf einmal. Ist klar. Ihr würdet nicht den weiten Weg bis hierher kommen. Nur für ein Tinwag mit einem alten Dovah. Nein. Ihr sucht eine Waffe gegen Alduin. Nächstes Mal können wir auch einen Tee trinken, meinetwegen. Findet ihr nett. Der ist mir sympathisch. Ich mag Drachen. Woher wusstet ihr, dass ich nach Drachenfall suchen würde? Ja, ist ja wohl klar. Der ist ein Drache. Er wird ja mal mitkriegen, dass so ein böser Drache alle Drachen wieder auferstehen lässt, oder? Hm? Alduin, Komet Tid. Was sonst solltet ihr wollen? Alduin und Dovahkiin kehren zusammen zurück. Aber ich kenne den Tum, den ihr sucht, nicht.
Cross ist. Ich kann ihn nicht kennen. Das hat eure Art. Jor, Sterbliche, als Waffe gegen die Dorf, die Drachen erschaffen. Unsere Hatrime, unser Verstand, kann seine Vorstellungen nicht einmal begreifen. Na toll. Wie kann ich ihn dann lernen? Drem, alles zu seiner Zeit. Zunächst eine Frage an euch. Ja, schieß Warum los. Warum wollt ihr diesen Tum lernen? Der weiß echt nicht, was da abgeht. Mir gefällt dieses... Ich muss Alduin aufhalten. Ja, Alduin. Sämach. Der ältere Bruder, talentiert, habgierig und schwierig, wie es bei Erstgeborenen so häufig der Fall ist. Aber warum? Warum müsst ihr Alduin aufhalten? Er ist das Böse. Das Böse. Mir gefällt diese Welt. Sie darf nicht untergehen. Prusa. Dieser Grund ist so gut wie jeder andere. Viele teilen eure Meinung, wenn auch nicht alle. Manche würden sagen, dass alles einmal enden muss, damit etwas Neues entstehen kann. Vielleicht ist diese Welt einfach das Ei des nächsten Kalpa. Lane Vukin. Würdet ihr verhindern wollen, dass die nächste Welt entsteht? Das ist jetzt zu viel für meine Vorstellungskraft, ganz ehrlich. Ich meine, wozu bin ich ein Drachenblut und alles? Ich bin doch da, um das zu verhindern, sonst hätte es ja gar kein Drachenblut mehr geben müssen. Die nächste Welt wird sich um sich selbst kümmern müssen. Genau, ich rette erstmal diese hier. Pass. Eine anständige Antwort. Rofus, vielleicht bringt ihr nur die Kräfte ins Gleichgewicht, die darauf hinarbeiten, das Ende dieser Welt zu beschleunigen. Selbst wir, die wir auf den Strömungen der Zeit dahingleiten, sehen nicht, was hinter dem Ende der Zeit liegt. Vulcitit los Tachrodis. Wer versucht, das Ende zu beschleunigen, wird es vielleicht verzögern. Wer darauf hinarbeitet, das Ende zu verzögern, bringt es vielleicht näher. Aber ihr habt meiner Schwäche für Sprache schon zu lange nachgegeben. Crossis, jetzt werde ich eure Frage beantworten. Das ist ganz nett. Warum ich hier lebe, auf dem Gipfel des Monarven, den ihr den Hals der Welt nennt? Weil man hier eine schöne Aussicht hat. Drachen bringt dort die Berge runter. Daran hatte ich nie gedacht. Dies ist der heiligste Berg von Himmelsrand. So Grevax Trunma. Der großartige Berg der Welt. Hier haben die alten Zungen, die ersten sterblichen Beherrscher der Stimme, Alduin im Kampf gestellt und besiegt. Mit dem Drachenfrei-Schrei, richtig? Ja und nein. Wie Gnus Nikron. Alduin wurde nicht wirklich besiegt, denn sonst wäret ihr heute nicht hier, um zu versuchen, ihn zu besiegen. Die Nord jener Tage wandten den Drachensturzschrei an, um Alduin auszuschalten, aber das war nicht genug. Ork, Mulag und Slad. Es war die Kell, die Schriftrolle der Alten. Sie haben sie angewandt, um ihn hilflos den Strömungen der Zeit auszusetzen. Hä?
Eine Schriftrolle der Alten, was ist das? Wie soll ich das in eurer Sprache erklären? Versuch's bitte, ich verstehe deine nicht. Die Dorf haben Wörter für solche Dinge, die Jor nicht haben. Es ist ein Artefakt von außerhalb der Zeit. Es existiert nicht, doch es hat immer existiert. Rach, Wachlan. Sie sind Fragmente der Schöpfung. Die Kelle, Schriftrollen der Alten, wie ihr sie nennt, wurden häufig für Prophezeiungen verwendet. Ja, eure Prophezeiung entstammt einer Schriftrolle der Alten. Aber dies ist nur ein kleiner Teil ihrer Macht. Sophas Suljek. Wollt ihr damit sagen, dass die alten Nord Alduin in die Zukunft geschickt haben? Nicht absichtlich. Einige hatten gehofft, er wäre für immer verschwunden. Für immer verloren. Meje. Ich wusste es besser. Tid bo amativ. Die Zeit fließt ständig weiter. Eines Tages würde er auftauchen. Darum habe ich hier gelebt. Ich warte schon seit tausenden eurer Jahre. Ich wusste, wo er erscheinen würde, aber nicht wann. Ich mag das gar nicht fragen, das ist eine doofe Frage. Wie soll mir das weiterhelfen? Tid Quent. Die Zeit wurde hier zertrümmert wegen dem, was die alten Nord Alduin antaten. Wenn ihr diese Kell, diese Schriftrolle der Alten, hierher bringt, zur Tid Achran, der Zeitwunde. Mit der Schriftrolle der Alten, die zum Zertrümmern der Zeit verwendet wurde, könnt ihr zurückgehen. Zum anderen Ende der Bruchstelle. Ihr könntet Drachensturz von denen lernen, die ihn geschaffen haben. Krasse Sache. Also die Story, die entwickelt sich ja gerade noch richtig heftig. Ich finde das so geil. Ich finde die Story so geil, wirklich. Wisst ihr, wo ich eine Schriftrolle der Alten finde? Crossis, nein. Ich weiß wenig von dem, was sich in den langen Jahren ereignet hat, seit denen ich hier lebe. Ihr seid vermutlich besser informiert als ich. Espen oder Arngeier könnten etwas dazu einfallen. Vertraut euren Instinkten, Dovahkiin. Euer Blut wird euch den Weg weisen. Was ich damit mache, weiß ich ja. Ich komme hierher. Zeit bewegen. Wie die funktioniert, hat er jetzt auch schon erklärt. Schreifel. Ihr seid Meister der Graubärte. Kommen andere her, um sich ausbilden zu lassen? Ich lehre den Weg der Stimme schon seit Jahrhunderten. Und die Tuum schon viel länger. Aber nein, Dovahkiin. Niemand kommt mehr hierher, um sich ausbilden zu lassen. Saran, ihr seid der Erste in über 100 Jahren. Ich meditiere über die Rotmulag, die Worte der Macht. Ich erteile Rat über ihre Anwendung. Das genügt mir. Ihr meditiert über die Worte wie? Ein Wort der Macht zu kennen bedeutet, seine Bedeutung in sich aufzunehmen. Meditiert über die Bedeutung eines Rotmulag. Während dieses Wort euch ganz erfüllt, werdet ihr ihm näher kommen. Werde ich es euch lehren, Dovahkiin?
Welches Wort ruft bei euch tieferes Verständnis hervor? Es gilt drei zu meistern. Fuß, Feim und Joll. Jetzt bin ich überfordert. Das Einzige, was mir jetzt instinktiv wirklich in den Sinn kommt, ist Fuß. Fuß war da, aber... In eurer Sprache wird es Kraft genannt. Doch so wie ihr der Welt einen Stoß gebt, so gibt die Welt den Stoß zurück. Denkt daran, wie Kraft ohne Anstrengung angewandt werden kann. Stellt euch ein bloßes Flüstern vor, das alles, was ihm im Weg steht, zur Seite stößt. Das ist Fuß. Lasst euch von seiner Bedeutung erfüllen. Zoom Arg Mora. Ihr werdet der Welt einen stärkeren Stoß geben, als sie zurückgibt. Coole Sache. Welches spricht zu euch, Dovahkiin? Fuß, Feim oder Joll? In eurer Sprache bedeutet das Wort einfach Feuer. Veränderung, der eine Form gegeben wurde. Macht in ihrer ursprünglichsten Gestalt. Das ist die wahre Bedeutung von Joll. Zoljek, Macht. Ihr habt sie, so wie alle doof. Aber die Macht ist untätig ohne Handlung und Wahl. Denkt darüber nach, während sich das Feuer in eurem Zoom, eurem Atem aufbaut. Zoom Arg Mora. Was werdet ihr verbrennen? Was verschonen? Coole Sache. Welches spricht zu euch, Dovahkiin? Fuß, Feim oder Joll? In eurer Sprache bedeutet es dahinschwinden. Sterbliche empfinden eine stärkere Verbundenheit zu diesem Wort als die Doof. Jeder Sterbliche schwindet mit der Zeit dahin. Doch der Geist besteht weiter. Denkt über die Bedeutung des Geistes nach. Unslad Sihi. Wo sterbliches Fleisch schwinden und vergehen kann, hat der Geist Bestand. Das ist Feim. Lasst euch von dieser Bedeutung erfüllen. Zoom Arg Mora. Ihr werdet feststellen, dass euer Geist euch mehr Stärke verleiht. Coole Sache. Bringt es hierher zurück, zur Tid Achran. Dann Kelle Womindog. Nichts ist bei solchen Dingen gewiss. Doch ich glaube, das Band der Schriftrolle mit der Tid Achran wird euch ein Gesicht, eine Vision des Augenblicks seiner Entstehung zeigen. Dann werdet ihr Drachenfall spüren, es kennen in der Macht seiner ersten Ausdrucksform. Ihr werdet sie sehen, Wut Fagon, meine Freunde. Hakon, Gormleit, Feldir. Hakon, Gormleit, Feldir? Wer sind sie? Die ersten Sterblichen, die ich die Doom gelehrt habe. Die ersten Zungen. Die Führer der Rebellion gegen Alduin. Sie waren mächtig zu ihrer Zeit. Allein der Versuch, Alduin zu besiegen... Sachotrun. Die Nord hatten seitdem viele Helden, aber keine größeren. Coole Sache. Eins fragen wir ihn nach, und zwar, was bewirkt der Drachenfallschrei? Das kann ich euch nicht genau sagen. Ich habe ihn noch nie gehört, Kogan. Der erste Tum, der allein von Sterblichen erschaffen wurde. Es heißt, er würde einen Drachen zwingen,
das Konzept der Sterblichkeit zu erfahren. Eine wahrhaft von Mindoran. Unverständliche Vorstellung für die unsterblichen Dorf. Okay. Ich glaube, das war's. Grem Yolok, seid gegrüßt. Ich will doch gar nicht sprechen. Ark Mora. Der ist so cool. Der ist so cool. Weiß ich gerade. Ah, okay. Das war die richtige Taste für den Screenshot. Lydia, komm mal mit. Coole Sache. Ja, meine Freunde. Wir haben heute sehr viel erfahren. Es ist irgendwie... Ist es dunkel hier? Da stehe ich immer blöd. Oh, irgendwie... Er ist total hell, egal wo er ist. Ich bin total dunkel. Egal. Das war's für diesen Sonntag. Ich finde, wir haben heute sehr viel gelernt. Ich habe jetzt sehr viel gelernt über die Story. Ich finde das saugeil gerade und ich freue mich tierisch drauf, wenn wir diese Rolle haben und uns diese Vision angucken von damals. Also bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und ja, das werden wir das nächste Mal angehen, dass wir diese Rolle finden. Aber würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Aikira.